Hallihallo und guten Tag. Ja, moin. Wie ihr seht, vier Hände im Bildschirm. Das heißt, wir starten unseren Schulterhoch 2. Und das hier, darum geht es hier. Unser Schulterhoch 2 wird sich aufteilen in zwei Bereiche. Einmal dieses hier, mein Mai kann. Ha, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und der zweite Teil ist ein Projekt, das mein Mike sich überlegt hat und wir dann zusammen umsetzen. Wir starten jetzt erstmal mit mein Mike kam. Mal los. Wie ich schon im Vorfeld angekündigt habe, weiß mein Mann ganz, ganz viel über Stampin' Up! Produkte. Er weiß sofort, wenn ich sage, oh, gib mir mal die Dimensionals, wo er hingreifen muss. Er weiß, wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Ja, doch. Geht. Ja. Aber mit den Materialien, das klappt ganz gut, nur mit der Verwendung der Materialien, da hapert es ein bisschen dran. Um das Ganze ein bisschen aufzuheben, haben wir uns dieses Format überlegt mit mein, eigentlich sollte es mein Mann kann heißen. Hm. Unglücklicherweise gibt es da eine Wortmarke drauf. Ja, das da hat mich freundlicherweise ein Teamie von mir drauf hingewiesen. Deswegen haben wir das jetzt halt einfach mein Mike kann genannt. Ich möchte meinem Mann ein bisschen die Produkte näher bringen und wir fangen mal an mit den Grundlagen, nämlich alles rund ums Falzen. Immer wenn wir mit Papier arbeiten, müssen wir auch falzen und somit ist das ein absolutes Muss. Absolut. Mein lieber Mann, mein lieber Mann, weißt du, was hier liegt? Ja, wir haben das Schneidbrett und Falzbrett. Ja. Mit drin. Ein Scoreboard. Ja. Ah, das sind die Scores, da kann man nämlich auch drin falzen. Genau. Jawohl. Sehr gut. Wir haben das Falzbein. Ja. Unbedingt. Und ein Lineal. Ja, den kenne ich auch. Das ist auf der einen Seite ist so ein kleiner Gummiball, da kann man so Kleinteile mit aufheben. Mhm. Die pappen daran fest. Und auf der anderen Seite ein runder Ball, der vermutlich zufällig in solch eine Score passt. Du bist so ein Fuchs. Ah, genau. Das gute Stück ist ein Aufhebhelfer. Ja. So nennt er sich, ist im Herbst-Winter-Katalog jetzt mit drin. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie mein Mann sich anstellt mit dem, wir fangen mal an, mit dem Falz- und Schneidebrett. Damit hat er schon gearbeitet. Mehr schlecht als recht. Oh. Aber du kannst schon was dazu sagen. Ich muss das mal etwas dichter hier reinschieben. Dadurch, dass... Nee, wir machen das mal anders. Wir wechseln mal eben kurz, weil das Überwiegende soll mein Mann ja machen. Wir wechseln mal eben kurz die Position. Position gewechselt. Tada. Tada. Und jetzt kümmern wir uns doch mal als erstes um das Falzbrett. Falz- und Schneidebrett. Mhm. Erkläre er jetzt. Ha, erkläre er jetzt. Ja, Falz- und Schneidebrett. Fangen wir doch mal mit dem Schneidebrett an. Hier sind zwei Schieber, die wir in dieser Klappe haben. Und zwar haben wir einen dunklen und einen hellen Schieber. Der dunkle Schieber ist der Schneider. Richtig? Ja. Richtig, gut. Wenn nicht, gleich dazwischen. Jojo. Geht hier ums Falzen, sagst du. Sag ich. Ein kleines bisschen weiß ich schon. Also, da wir ein Schneid- und Falzbrett haben, schneiden haben wir, oder geschnitten haben wir, dann wird das zum Falzen sein. Richtig. Wenn ich raten sollte, wird unten drunter vermutlich so eine Art Kugel sein, wie wir das vorhin bei dem Aufhebewerkzeug hatten. Genau. So ein Fuchs. Ich probiere das mal. Die Idee wird ja wahrscheinlich die gleiche sein. Das heißt, ich lege das Blatt hier an, drücke das runter, ein bisschen weiter, ja, damit man was knicken kann. Und schiebe das einfach einmal rüber. Einmal, reicht das? Probier es mal aus. Wir probieren es mal aus. Also man kann auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt... Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist schwer zu sehen, richtig? Ja, es ist schwer zu sehen. So eine kleine Kante, man merkt sie, aber schwer zu sehen. Mach mal zweimal.
Mach nochmal und mach mal zweimal. Okay, ich mache ein Stückchen weiter, ja, damit wir auch einen Unterschied haben. Auch hier wieder hin und daher ist völlig egal. Das weiß ich schon. Nochmal zurück. Kann man es besser sehen? Eindeutig. Also jetzt hat man hier einen kleinen Schatten. Ich weiß nicht für euch. Ja, selbst da müsste man es erkennen können. Der untere ist der zweite Falz oder die zweite Falzung. Okay, jetzt kommt wieder mein Part. Ja. Also du siehst zweimal deutlich besser. Absolut. Einmal reicht manchmal. Das hier ist ja jetzt dicker Farbkarton. Ja. Über 200 Gramm pro Quadratmeter. Das DSP, das wir haben, oder DSP an sich, ist in der Regel dünner. Wenn man da zweimal rüber geht und zu stark drückt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das brüchig wird und reißt. Weil damit veränderst du ja quasi die Struktur. Du drückst ja das Papier zusammen. Wenn es dünner wird, dann fängt es an zu reißen. Also bei DSP nie so doll drücken und möglichst nur einmal. Dass man wirklich nur so eine Feinlinie hat, reicht völlig aus. Okay. Jetzt siehst du hier, dass da, wo wir die Kugel reingedrückt haben, haben wir quasi ein Tal ins Papier reingedrückt. Mhm. Wenn ich das umdrehe, dann habe ich hier das Gegenstück, nämlich den Berg. Ja. Wenn ich jetzt falze, dann falze ich in der Regel immer auf der Seite, wo das Tal ist. Das heißt, hier würde ich jetzt umknicken und falzen. Aus einem ganz einfachen Grunde, hier kommt jetzt das zusammengedrückte Papier wieder nach oben und gibt eine ganz glatte Kante. Okay. Ich nehme jetzt mal den dünneren Strich, ja, und mache das andersrum. Das geht auch, aber wenn ich das jetzt nachziehe, dann ist die Gefahr groß, dass hier mal so kleine Ausreißer sind. Das sieht auch jetzt noch nicht mehr so sauber aus. Das sieht nicht mehr so sauber aus. Das kennt man, wenn ich jetzt ohne zu falzen das Papier einfach mal so umlege, dann habe ich hier auch so ein bisschen was Welliges. Mhm, genau. Deswegen immer auf der Seite, wo das Tal ist, nach hinten umfalzen und man hat schöne, saubere Falz. Das ist so das Grundlegende, sage ich mal, wenn man falzt. Es gibt manchmal Situationen, wo man auch in andere Richtung falzen muss, ganz situationsbedingt. Okay. Und manchmal gibt es auch Projekte, wo man einfach in beide Richtungen falzen muss. Das kommt aufs Projekt drauf an. Aber die Regel ist das hier. Gut. Haben wir gelernt. Haben wir gelernt. Das ist mal so grundlegend falzen. Wozu brauche ich denn jetzt den? Da war das Stichwort eben, was du schon gegeben hast, nachziehen. Ein Falzbein. Auch da, ich nehme mal die Seite, wie wir vielleicht alle mal angefangen haben in der Schule. Einfach so gefalzt, nur auf der Kante gelegt. Was hat man gemacht? Man hat es da hingelegt, Finger rüber gedrückt oder mit dem Fingernagel oder mit dem Stift oder irgendwie. Lineal, gerne. Ne? Und kennst du das noch? Lineal. Wenn man das Lineal genommen hat und dann übers Papier gestrichen hat, dann waren hier garantiert irgendwelche Kugelschreiber-Dinger noch dran oder Bleistift. Ja, ja, genau. Und hat hier das Papier eingesaut. Gehabt. Richtig, genau. Oder bei Reißen, auch wenn man es mit dem Finger macht, das sieht man auch, das wird irgendwie ein bisschen, ja, dunkler an der Stelle. Man hat halt immer so ein bisschen fettige Finger. Um das zu vermeiden und damit es besser geht als mit dem Lineal, kann ich den hier nehmen. Das weiß ich wohl schon. So, das war unser Schöner. Das ist jetzt ja auch schon ganz gut, aber klackt halt noch auseinander. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es richtig mache. Da ist eine Kante drin, also für mich würde sich anbieten, den einfach mal so rüber zu ziehen und dann auch in die andere Richtung, damit ich hier wieder rankomme. Da bist du genau richtig. Du musst gar nicht so vorsichtig sein. Wenn du siehst ja fast alle meine Videos. Ja. Und ich meine, klar, ich habe das Ding jetzt jeden Tag in der Hand, ne? Du bist da sehr vorsichtig, brauchst du überhaupt nicht. Ist auch völlig egal, ob du die Seite nimmst oder die Seite nimmst, die Kante nimmst oder die. Letzten Endes rüber. Ah, okay. Okay. Gut. Nachgefalzt. Und das Falzen können wir. Ja. Subi. Nehmen wir uns doch mal das Scoreboard. Schnapp dir das mal. Ich schnappe. So. Mal kurz gucken. So, legen wir es mal hin. Für das Scoreboard mal eben kurz vorweg. Wenn man das Scoreboard bekommt, ist das mit Inch-Einteilung. Ich nehme die hier mal eben kurz raus, da kommen wir gleich zu. Na, komm her. So. Hierfür gibt es aber eine Auflage in Zentimeter. Du mitgehangen, mitgefangen, du arbeitest zukünftig in Inch. Ja. Ist aber ja auch nicht so das Problem. Mit Zeug kennst du dich ja dann auch aus. Das ist ja nicht so das Problem. Ja, kein Problem. Es gab früher mal eine Auflage hierfür, die diagonale Linien hatte. Das war bei manchen Projekten super, super praktisch. Mhm. Die ist leider nicht mehr im Katalog mit drin. Man kann sich aber helfen, nicht mit dem Scoreboard, sondern da kommt wieder unser Lineal zum Vorschein.
Aber grundsätzlich ist es so, dass wir auf dem Scoreboard immer Einteilungen in Achtel-Inch haben. Also genauso wie auf unserem Schneidebrett auch. Ich nehme mal den hier, Zeigewerkzeug. Das heißt, jeder einzelne Strich hier drauf, hier genauso wie hier, ist immer ein Achtel-Inch. Okay. Die etwas höheren ist ein Viertel, die noch höheren ein Halb, der ganz hohe steht neben immer der volle. Ja. Im Prinzip genauso wie auf dem Schneidebrett auch. Jetzt haben wir ja nur Linien von oben nach unten. Mhm. Es gibt, also ich persönlich nutze das Scoreboard nur zu zwei Gelegenheiten. Wenn ich Deckel mache, weil es hier einen Trick für gibt, also Deckel für Boxen. Und wenn ich in eine Massenproduktion gehe. Weil du kannst das hier mal eben anlegen und sagen wir mal, du hast ein zu falzendes Gut, dass du, keine Ahnung, 20 Stück und die sollen immer gefalzt werden bei 1, bei 4 und bei 6,5. Okay. Sag jetzt einfach mal. Ja. Und da hast du 15 Stück von. Dann legst du die 15 hier rein, du hast hier deine kleinen Pins und kannst jetzt immer nur nachziehen. Mhm. Allerdings, probier dich mal, da ist ein Falzstift bei. Ja, auch der kleinen großen, nehmen wir genau, den großen. Nimm großen. Und jetzt probier dich doch einfach mal. Ja, nur einfach mal. Den richtigen Treffen, also ich würde hier einfach mal ansetzen und habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nicht in die Ecke komme. Aber gerader Strich. Hat schon geklappt. Oh, doch, ja, mal ein ganz kleines Stück fehlt. Denn, ne? Aber da machst du das nämlich auch genau richtig. Du musst ja irgendwo, du siehst ja die Rille unten nicht. Ja. Also nimmst du die Rille oben genau. Als Linie. Ja. Wunderbar. Und auch da machst du automatisch alles richtig. Du musst das Blatt, genauso wie du es machst, gut festhalten, weil sonst ziehst du es mit runter. Ich brauche dir gar nichts erzählen, das kannst du alles. Es verrutscht sonst auch. Auch hier lieber zweimal? Jetzt hat man hier wahrscheinlich mehr Druck drauf, als wenn man es mit dem Würde ich nicht machen. Weil wenn du dir das jetzt mal anschaust, nimm dir das mal hoch und guck dir das mal an, dann siehst du, die Falz ist relativ tief. Und auch ja, der Berg hinten also schon ist deutlichen. Schön hoch. Das kannst du natürlich selbst kontrollieren durch den Druck, den du darauf gibst. Wenn du die kleinere Kugel nimmst, dann werden deine Falzen tiefer. Ja. Weil die dicke Kugel geht ja nicht in die Rille rein, die liegt ja oben drauf. Mhm. Während die schmale in die Rille reinpasst. Also der eher noch mit noch weniger Druck arbeitet. Mit deutlich weniger besonders Druck. Bei dünneren Böcken. Ja. Okay. Umfalzen mit dem Tal nach außen, sage ich mal. Genau. Und dann wäre es so, und Umfalz nochmal. Und das geht schon beim zweiten Mal schneller, du bist ja so. Ja, man traut sich dann. Ja, man traut sich dann. Und das ist tatsächlich natürlich eine Das ist wirklich eine ganz glatte Kante dann, super ne? Knick, ja. Und hier hinten merkt man das noch, dass auf der Innenseite ist dieses etwas höhere dann auch zu sehen. Ja. Cool. Also ich sag mal so, das Scoreboard bietet sich wirklich an, wenn man mehr machen will. Dafür ist das super. Und bei Boxen, es gibt halt einen Trick für Boxen. Für Boxdeckel. Okay. Aber ansonsten finde ich persönlich, ich ganz persönlich bevorzuge das Falz- und Schneidebrett, muss aber das Scoreboard haben, weil ich eben auch ganz oft größere Mengen an etwas produzieren muss und das geht so viel schneller. Aber da muss man sich dann einfach entscheiden. Okay, wir haben jetzt hier ja schon Falzen mehrere gezogen und das nehmen wir jetzt mal, um die dritte Art auszuprobieren. Legst das einmal beiseite. Ach ja, genau. Sehr gut. So. Sei mal so gut. Warte mal. Nein, machen wir anders. Ich muss mal eben noch mal einmal eine Linie hier ziehen, damit du das gleich etwas einfacher hast. So. So, jetzt stell dir vor, wir wollen eine Dreiecksbox bauen. Okay. Und du müsstest jetzt hier noch Diagonalen reinbringen. Mhm. Welches Werkzeug nimmst du denn? Naja, nachdem du vorhin schon irgendwas von Lineal erzählt hast, hast du aufgepasst, ich nichts mit Schrägen habe, werde ich ja das irgendwie anlegen müssen.
Du kannst rein theoretisch diese beiden benutzen. Da kommt die Spitze von dem Falzbein ins Spiel. Okay. Ich weiß, es gibt ganz viele, die bevorzugen das Falzbein, weil es eben so schön glatt ist. Mhm. Da hakt nichts, da quietscht nichts. Wenn du das Metall in einem falschen Winkel kriegst beim Falzen, dann kann das mal kurz stecken bleiben am Papier, weil es eben nicht so schön glatt ist. Oder was ich auch ganz oft habe, wo es mir dann kalten Rücken runterläuft, ist, dass das quietscht. Ja. Ne, so wie Tafelgeschichten und so. Wow. Es geht beides. Probier doch einfach mal aus. Stell dir vor, du willst das hier jetzt ungefähr halbieren. Wir nehmen mal eben Zentimeter, ist etwas einfacher. 6,3 ist das. Halbier mal. 6,3, sagen wir mal, das waren 6,4, 3,2. Wenn du hier halbieren, genau, da oben einfach halbieren. Okay. Naja, 6,2 sind es, dann mach mal 3,1. Ich bin bestimmt im Kopf im Bild hier, von der Entfernung kann ich das hier nicht sehen. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen weiter runter, oder? Weiter zu dir. Ja. Genau, gut, so ist einfacher. Bei ungefähr 3,2 wäre also etwa da. Ja. Da hältst du das jetzt einfach fest, den. Ja. Und jetzt legst du hier das Lineal an und ziehst nach da unten in die Ecke, um eine Diagonale da reinzukriegen. Also da, ja, wo die Falz endet. Ich halte mal das Blatt zusätzlich mit fest, ja? Merkst du das, dass das so ein bisschen kratzig ist? Ja. Ist ein bisschen komisch, ne? Dann nehmen wir mal den hier. Dreh mal um, hast ja den Punkt hier wieder und zieh mal die Falz in die Richtung. Und dann so wahrscheinlich. Merkst du den Unterschied? Ja, es läuft deutlich glatter. Ist natürlich auch ein sehr feiner. Ja. Keiner Falz. Ich will nochmal was probieren. Ich bin ja noch egal, von wo ich jetzt. Ja, letzten Endes ist es völlig Schnuppe. Einfach nur mal schräg runter. Letztes Mal habe ich ja geschoben, von hier nach da. Was ist denn, wenn man das zieht? Ziehen auf jeden Fall besser, aber trotzdem tatsächlich läuft noch glatt. Man hört das auch, ne? Das kratzt so richtig übers Papier, während das schön rübergleitet. Ja. Ich wieder meine ganz persönliche Vorliebe, ich nehme lieber den, weil ich halt einen kleineren Punkt habe. Ich kann genauer arbeiten. Das ist so ein bisschen, weil es sehr breit ist, so ein bisschen grobschlächtig. Da muss man gut hingucken, so ein kleines bisschen mehr anrechnen, weil gerade beim Falzen kommt es manchmal auch auf einen Millimeter drauf an. Deswegen nehme ich lieber den, auch wenn ich das Geräusch und das Quietschen manchmal ganz ätzend finde. Okay. Aber wenn es nicht ganz so genau ist, es gibt auch ganz viele Projekte, die müssen nicht ganz so genau sein, da kann man auch das nehmen. Okay, und das war so, ich sag mal, die Grundlage des Falzens und wir stellen fest, mein Mike kann. Falzen. Sehr gut. Yay. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format so grundsätzlich. Natürlich hat das ein bisschen was von Lehrstunde, aber mein Mann lernt tatsächlich so ein bisschen unser Bastelhandwerk. Und in den Projekten, die wir dann umsetzen, da wird dann nämlich auch sein Gelerntes mit Einzug finden. Und wollen wir noch mal gucken. Ich will jetzt ja keine Noten vergeben. Aber das wird natürlich für die zukünftigen Projekte, die wir beiden zusammen machen, sehr hilfreich sein. Je mehr du lernst und dazu lernst, desto weniger muss ich machen. Find ich absolut. Gut. Bisher sage ich immer nur so, die und die Idee habe ich und Sonja muss machen. Genau. Und das auch was. Aber natürlich, klar, kann ich dann auch Dinge dann einfacher und schneller dann selbst übernehmen. Ja. Ja? Wunderbar, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das Projekt, das wir beide entwickelt haben. Du freust dich schon, ne? Ja, ist ganz lustig. Also die Geschichte dazu wird ganz witzig. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Seid gespannt und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.